Chicka, 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 chicka. Slim Shady. Ah! Erdmännchen. Erdmännchen. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist Sonntag. Wir haben mal wieder Eier für euch gebrütet und gleichzeitig läuft natürlich auch noch das Belohnungsevent. Sprich, für jeden Raid kriegt ihr 3000 Sternenstaub mit Sternenstück, also 4500. Nutzt das noch, denn bis zum Dienstagabend, 22 Uhr, läuft das Ganze. Dreifacher Sternenstaub auch für das Ausbrüten und für das Fangen von Pokémon. Und gestern war der Suicune Raid-Tag. Da waren wir wieder unterwegs, haben wieder 20 Arenen, diesmal waren es sogar 23 Arenen gemacht, zusammen in der Truppe mit dem Auto hin und her. Da werde ich gleich noch was zurechtschneiden und gucken, dass ich das noch schaffe, dass heute Abend das Suicune Raid Tag Video kommt, wie wir unterwegs waren. Und hoffe, euch ging's gut, ihr hattet viel Erfolg. Das sehen wir dann aber bei dem anderen Video, denn jetzt gucken wir erstmal auf die Eier und gucken, was heute geschlüpft ist. Diesmal habe ich wieder 30 Geschenke geöffnet und glaube ich 20 Eier ausgebrütet. Den Zwischenstand in aktuellen blende ich ja auch immer ein. Und wir schauen mal, denn angefangen hat das Ganze diesmal mit einem Magpie. Ich mache mir da immer so eine Markierung dran, indem ich da 200 Ausrufezeichen hinknall. Dann weiß ich immer, da hat es angefangen. Und das Magpie kommt aus Schwedt oder Brandenburg, aber eine 2-Sterne-Bewertung, kein Wert auf 15, geht also besser, kann natürlich auch shiny sein. So, dann ging es weiter mit einem Isso aus Bonn, Nordrhein-Westfalen, 3-Sterne-Bewertung, Angriff, Verteidigung auf 14, kann natürlich auch shiny sein, ja. Genau wie dieses Azurill mit sogar 3 Sternen, Angriff 15 aus Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr also wisst, dass das von euch sein könnte, schreibt es ruhig mal in die Kommentare, wenn da Orte dabei sind, die zu euch gehören, aus denen ihr kommt. Ein Fluffeluff hinterher, 3 Sterne, KP auf 15 aus Bad Kohlberg-Heldburg, Thüringen. Also wieder mal hier ganz um die Ecke. Dann haben wir noch ein Azurill, 3 Sterne. Das sieht eigentlich richtig gut aus, weil alles schön gleichmäßig verteilt ist. Aus New York, USA. Alles vom 17.8., wisst ihr Bescheid. Denn für heute muss ich noch brüten. Das sind die immer von gestern. Ich mache das immer einen Tag danach. Dann ein Pi mit 3 Sterne Bewertung. Angriff 15 aus Werden, Alla, Niedersachsen. Aber auch dabei, kann auch shiny sein, ist es nicht. Hab gerade Besuch bekommen. Oh, da kommt das nächste Pi gleich hinterher. Und ihr seht also schon am WP-Wert 375, dass das besser sein muss als das davor. Aber auch das hat eine 3-Sterne-Bewertung. KP auf 15 aus Langen, Hessen. Was ist der Unterschied? Ach so, genau. Weil natürlich der Angriffswert hier 15 ist, hat das auch automatisch mehr WP. Selbst wenn es genau die gleichen, identischen Prozent hätte, weil eben Angriff mehr WP drauf gibt als jetzt KP oder Verteidigung. Aber damit kennt ihr euch aus, das muss ich euch ja nicht erklären. Dann haben wir noch einen Alola Dicta mit 3 Haaren, 3 Sterne Bewertung aus Bedburg, Nordrhein-Westfalen. Noch ein Azurill, heute ist es also ganz skurril, wie viel Azurill hier auftauchen. 206 aus Georgs Marienhütte, Niedersachsen. Angriff und Verteidigung auf 15. KP auf 12, so wie das aussieht, 3 Sterne Bewertung, richtig genial. Dann noch ein Pichu aus Kassel, Hessen, Deutschland, auch 3 Sterne und Angriff 15. Noch ein Pichu hinterher, also immer gleich so ein Doppelpack, wie ihr seht, aus Möglingen, Baden-Württemberg, habe ich auch noch nicht dabei gehabt, den Ort, jetzt also auch dabei, Möglingen, Baden-Württemberg, auch 3 Sterne Bewertung, Verteidigung und KP auf 14. Noch ein Kusilla und das sieht auch wieder richtig gut aus. 3 Sterne Bewertung, Angriff und Verteidigung auf 15. Und aus Bremen, Deutschland. Wer aus Bremen kommt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann noch ein Bonera hinterher aus Dresden, Sachsen, Deutschland. 3 Sterne, KP 15. Ein Alola Kleinstein aus Thema mit richtig miesen Werten, deshalb auch nur 2 Sterne Bewertung. Ein weiteres Magpie aus Aschersleben, Sachsen-Anhalt, 3 Sterne, alles eigentlich ausgewogen. Verteidigung müsste auch noch auf 13 sein, dann wäre es richtig genial. Dann haben wir ein Isso mit 2 Sternen, auch
10-13-13 aus Straubing, Bayern. Die Bayern sind wieder da. Und das nächste Magbi auch aus Bayern, aber diesmal aus Schweinfurt. Grüße an Macemaster wieder mal an der Stelle. Leider aber nur 2-Sterne-Bewertung und kein Shiny. Dann noch einmal ein Faxo, das knallt auch wieder rein. Oh, das ist richtig heftig. 3 Sterne, Angriff und Verteidigung auf 15 aus Omisalj Primorsko Goranska Zubanica, Kroatien auf jeden Fall. Wer ist denn da im Urlaub oder wer ist Kroate und schickt hier Geschenke? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann ein Mobai. Hey, es ist zurück. Letzte Sendung ja wirklich ohne Mobai. Das erste Mal, dass kein Mobai geschlüpft ist, obwohl das die Liste eigentlich anführt. Jetzt also wieder Sendung mit Mobai. Leider immer noch kein Shiny. Diesmal wieder aus Poitou-Île-de-France, Frankreich. Und, oh, 2 Sterne, also schlecht. Braucht man gar nicht so lange drüber reden. Dann noch ein Mantirps. Und ihr seht, das sind wieder die Ausrufezeichen dran. Das ist also das Letzte, was hier dabei ist. Aus Hildburghausen, 2-Sterne-Bewertung. Trotzdem Verteidigung auf 15. So, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr wieder fleißig gebrütet? Erreicht ihr jeden Tag eure 30 Geschenke zum Öffnen? Habt ihr so viele Geschenke, die ihr öffnen könnt? Und habt ihr schon ein Shiny gebrütet im Event? Und habt ihr schon ein Shiny Mobile natürlich? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir werden noch fleißig weitermachen und wir werden auch noch ein bisschen Sternstaub farmen, das noch nutzen. Bis Dienstagabend, 22 Uhr, könnt ihr das also alles noch machen. Suicune, Raytag war gestern. Dazu folgt also heute Abend noch ein Video. Ich muss mich gleich ransetzen, das noch schneiden und dann gucken wir, wie wir das machen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Achso, heute Abend muss ich auch noch aussortieren. Habe ja gestern ein Video über die Freunde gemacht, wie ich das jetzt in der Hand habe. Da muss ich ja heute Abend auch nochmal ein paar neue annehmen, ein paar alte rauswerfen. Also wer da wirklich mehr als 2 Tage abwesend ist, gerade nach einem Suicune Raid-Tag, der ist nicht aktiv und der nimmt den Platz nur weg für andere. Jetzt hör mal auf da hinten, Junge. Aber egal, das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.